diesem Video. Oh ja. Ja, wow. Cool. Nee, das triggert mich jetzt absolut. Ich komme dann oben nicht hin. Freunde, wir sind drin in der eine Frage der Zeit. Shoda-Scha-Schrein oder Sa-Schrein haben wir beim letzten Mal freigeschalten. Und jetzt können wir uns das erstmal hier anschauen, wie wir hier was machen müssen. Ich sehe, da drin muss die Kugel landen. Eine Frage der Zeit. Aber warte mal, ich kann das ja nicht herinschmeißen. Oh, ich verstehe. Was? Was? Das war First Try? Okay. Das war natürlich geplant und ich habe ja auch so ein Skill, dass ich das natürlich First Try schaffe. Mhm. Siggi, also sonst wäre es ja auch für mich... Das ist ja alles easy, ne? Guckt euch an, wir machen den First Try. Wir warten noch kurz einen Moment. Bis er wieder zurückgeht. Und jetzt. Ich muss das richtig per Timing da draus gehabt haben bei den Bienen. Ansonsten trifft man nicht so präzise. Wir haben jetzt eigentlich den Schrein komplett fertig, ne? Geiler Schrein. Das wünsche ich mir noch mehr. Das wünsche ich mir tatsächlich noch mehr. Von mir aus ein bisschen größer. Und noch vielleicht ein paar kompliziertere Dinge. Das wünsche ich mir auf jeden Fall mehr. Sag ich so, wie es ist. Das fand ich so ziemlich eins der geilsten Tempel überhaupt. Wow. Erstaunlich. Also wirklich krass. So, da haben wir das jetzt erledigt. Den geilen Schrein. Den können wir uns dann von der Markierung her löschen, wenn ich rankomme. So. Und dann können wir uns jetzt hier an den anderen Sachen wieder widmen. Müssen wir nur irgendwie hier wieder rauskommen, ne? Bin einfach reingestürzt ins Ding, obwohl ich hätte vielleicht irgendwo anders Opfer über rinkommen können. Hier zum Beispiel an der Seite. Und ich sehe schon. Dort. Oh, nee. Ja, ich glaube, ich ersaufe, ne? Entschuldige. Es war aber witzig. Ist das unterm Wasser... Also, unterm Wasserfall? Der Drache tötet mich! Oh ja, ich sehe auch schon, warum. Der steht direkt unter mir und will seinen Nacken an mir klatschen oder so. Versucht der schon wieder bei mir? Ich hab ihn doch gesagt, er soll Urlaub machen. Aber nicht bei mir. Digga, ich hab mir eben geheilt, du kleiner Schinken. Oh. Hoch, Link. Sehr gut. Renn, 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 renn. Absolut verwirrt. Wo zum Henker muss ich hin? Was? Nee. Wie? Wie?
ist unrealistisch. Oder wie soll man da hochkommen? Warte mal, muss ich kurz gucken. Weil das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wie soll das denn gehen? Ich habe keine Ahnung, wie soll ich denn da hochkommen? Und zwar so schnell. Nee, guck mal, ich müsste ja hier das jetzt machen. Nee. Ich check's nicht. Also, Entschuldige, aber... Ich glaube, das ist einfach nicht möglich, dort nach oben zu kommen. Wie soll man an dem Krog realistisch hochkommen? Aha. Ja, wow. Cool. Nee, das triggert mich jetzt absolut. Ich komme dann oben nicht hin. Und das ist nicht realistisch, dass man dort hochklettern kann. In der Zeit kommst du da oben nicht ran. Weder mit Klettern, weder noch mit irgendwelchen anderen Funktionen. Wie hat sich das jetzt Nintendo gedacht? Wie? How? Erklärt mir. Ich habe keine Ahnung. Das ist für mich eigentlich unmöglich. So viel Energie habe ich noch nicht mal, um da hoch zu sprinten. Never. Das macht alles keinen Sinn. Selbst hochsprinten wäre zu langsam. Freunde, ich bin überfragt. Ihr müsst mir hier helfen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll in der kurzen Zeit. Ich habe ein Stasis-Modul. Das hilft mir jetzt auch hier nicht weiter. Absolut nicht. Außer wir können das Ding dort oben einfrieren. Ne. Ich habe ein Magnetmodul, welches auch nicht viel hilft. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, nee, kann ja auch, komm, ich komme da nicht hoch. Gibt's dafür ein Item später? Oder, what the fuck? Wie unrealistisch ist das, bitte? So, ich überlege, du kannst ja nur mit Sprint schaffen. Und selbst mit Sprint ist es fast da unmöglich. Guck mal die Zeit. Versteht, nee. Gut, dann müssen wir erstmal einen anderen Krog machen, weil den verstehe ich absolut, absolut gar nicht. Also wirklich gar nicht. Dann machen wir irgendeinen anderen, der auf jeden Fall sinnhaft... Oder? Der auf jeden Fall Sinn macht, okay? Weil der macht absolut keinen Sinn für mich. Wow, jetzt ist er drauf gelandet, aber ist mir jetzt auch eigentlich relativ Wurst. Hätte man jetzt unendlich Kryo-Dinger setzen können, ja? Hätte ich damit auch nicht kein Problem. Und hätte gesagt, oh, okay, dann machen wir das mit den unendlich Dingern, aber... Kein Plan. Absolut kein Schimmer. Das Einzige, was halt gehen würde, wäre halt sau viel Essen machen, welche die, diesen Balken wieder erhöht. Und dann da hochsprinten und hechten.
Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass das die Lösung des Problems ist. Und wenn ja, dann wäre tatsächlich Enkrog, wo ich sage, dann haben sie wieder einmal... Also, Enkrog haben sie schlecht gelöst. Wenn es natürlich was ist, was ich keine Ahnung von habe, dann ist das von mir aus auch in Ordnung. Dann kann man mir aber aufklären wenigstens. Das Datenschwert hat 14. Boah, eigentlich ist das ja nicht notwendig, das mitzunehmen, weil das 14 ist weit über unter unseren Klassen von Waffen. Jetzt muss ich aber auch wieder hier hochkommen, ne? Oh, cool. Hat er sich unten leider festgehalten. Schade, Link. Nächstes Mal oben. Ja, gut. Ja, das juckt mich jetzt natürlich in den Fingern, dass ich an den Krog nie rankomme. Aber was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht 100 Stunden irgendwie nach was recherchieren. Von einem einzigen Krog. Nur weil ich da nie hochkomme. Weil das absehbar ist, dass man da nicht hochkommt. Zumindest mit normaler Energie. Selbst wenn du jetzt, sagen wir mal so, maximale Energie hättest. Du könntest zwar übelst weit hoch sprinten, aber du würdest ja auch nicht da oben hinkommen. Und in diesem Eisding hier kannst du mir nicht erzählen, dass du das in der Zeit schaffst. Also dann musst du wirklich, dann ist es wirklich grenzwertig, wie schnell du da arbeiten musst. Aber ich glaube, selbst Grenze schaffst du das nicht. Dann muss es einfach einen Trick geben, den ich einfach nicht sehe. Ganz einfach. Vielleicht ist der super offensichtlich und ihr sagt mir, ja, du musst eigentlich nur das und das tun. Aber bis jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich sehe es nicht. Wie gesagt, wenn ihr es seht und ihr wisst, was da jetzt zu tun ist bei dem Krog, ist ja noch markiert, das ist ja jetzt kein Problem. Ist ja jetzt nicht so, als ob ich jetzt hier weggehe direkt von dieser Gegend. Aber solltet ihr die Lösung haben und mir die Lösung dann schreiben, wäre das super lieb, dann kann ich das nämlich für uns nachholen extra. Oh shit. Es ist wieder Zeit für diesen Krog. Ja, es ist von Stein zu Stein springen, ne? Okay, das geht aber noch. Hm? Ach, da oben. Komm hoch, hoch, hoch. Ja, so. Also, wie gesagt, wegen Enkrog mache ich mir jetzt nicht hier in die Hose. Auch wenn es natürlich mich und meine Ehre kratzt, dass ich das nie herausgefunden habe. Aber was soll's. Immerhin kriegen wir die ganzen anderen Krogs. Warte mal. Hier, den muss ich entfernen. Dann würde ich als nächste tatsächlich sagen, geht's an den Krog ran. Boah, das sieht aber auch bescheuert aus. Aber wir sind glücklicherweise, haben wir einen Schrein davor. Also wir können uns direkt davor hin teleportieren. So, bei dem muss ich gucken, wie ich dorthin komme. Weil die... Ach nee, da hinten. Eigentlich ja nicht mal so schwer. Ich dachte, hier wäre das ein bisschen... Ja, sagen wir mal komplizierter. Wegen der Weite, also wegen der Höhe. Nicht mal wegen der Weite, sondern wegen der Höhe eher von den Gebirgen. Aber tatsächlich geht es hier an der Stelle. Ja, komm, warte mal. Wir machen mal kurz den hier. Das hat sich gelohnt. Zwei Topazer. Oh. Elektro macht mir immer noch sehr viel Damage, merke ich. Aber bei jeglichen Elektroattacken bin ich irgendwie sehr, sehr empfindlich drauf. Gut, im echten Leben muss ich auch sagen, ne? Wenn mir da ein Elektroschock passiert, ich glaube, dann stehe ich nicht mehr so 1A gerade. Vielleicht stehe ich erst dann richtig gerade, aber nicht mehr lebendig zumindest. Aber trotzdem, dass es so viel absieht, ist schon enorm. Oh ne, der Spuggy ist wieder da. Spuggy, Spuck, Spuck. Ja, ja, das war mir so klar. Oh, da ganz oben. Ja, okay, dann müssen wir den Nervenden aber wegmachen hier.
Einzige, was ich mir nur vorstellen könnte bei dem Krog, ja, ich philosophiere jetzt noch ein bisschen weiter, weil mir gerade nur im Kopf ist. Der Drache, wenn er kommt, der macht ja so eine Windböe nach oben. Reicht das aus, um nach oben zu kommen? Hätte ich eventuell nur auf den Drachen warten müssen? Gut, jetzt kommt er ja sowieso nicht gerade, weil wir, glaube ich, kein schlechtes Wetter haben, also den Regen. Und der kommt auch nur bei Regen im Dschungel. Aber eventuell hätte das ja geklappt. Wollte ich ja auch eigentlich ausprobieren, hat er mir nur nicht machen lassen, leider. Da war der Drache stur und wollte mir noch einen Elektroball ins Gesicht schmeißen. Weil er sich dachte, ach, wie schön. Der ist ja auch endlich mal da. Da kann ich ihm mal meinen freundschaftlichen Gruß hinterlassen. Und schmeiß mir einfach einen fetten Elektroball ins Gesicht. Pikachu-Style nur noch gemeiner. Warte mal kurz. Oh nein, sag mir nicht, ich hätte von unten ins mitnehmen müssen. Oh nein, ich sehe doch schon wieder. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, Ehre. Oh, zum Glück. Alter, ich hatte jetzt schon echt den Gedanke. Nee, das können sie jetzt nie bringen. Arbeit umsonst gewesen. So, und der muss oben oder unten runter? Ich glaube, der muss unten runter, ne? Na gut, der müsste auch irgendwie da reinpassen. So. Junge, Loch in Loch. Kriegst du das nicht hin, Link? Löcher sind doch dein Fachgebiet! Junge, das kriegt ihr halt echt nicht hin, ne? Achso, weil der ja nicht. Muss ja nicht da rein. Warte mal. Ist doch oben hin. Warte mal, hä? Ich check das Ding nicht. Oder warte mal, ist das einfach dorthin? Oh Gott. Gut, die haben es mir kompliziert gemacht, ja. Ich hab das andersherum gesehen. Ich dachte, die haben das spiegelverkehrt gemacht. Also zweimal spiegelverkehrt in dem Sinne. Oh mein Gott, ich dachte schon. Uff, 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 ey. Ja gut, dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Dann gehen wir doch mal weiter. Jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir denn noch? Oh, die Roma-Begehung vergessen. Das ist nicht gut. Das ist wie Skorput. Nur noch schlimmer. Aber ich glaube, das ist schon schlimm genug. Warte mal, hier. Hier ist noch zwei Sachen. Das brauchen wir später. Ja, jetzt muss ich ja eigentlich in die andere Richtung gehen. Ja, dann nehmen wir mal in die andere Richtung darüber. Mal sehen, ob wir den Schrein heute noch erreichen. Ich finde es schön, wie der Kopf einfach vom Baum unsichtbar wird. Es sieht gar nicht gruselig aus oder so. Nö, 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 nö. Ganz normal. Ganz normale Geschichte. Das Kopf, also Köpfe der Bäume. Nee, Bäume der Köpfe. Der Kopf des Baumes. So herum, ist richtig. Dass der unsichtbar wird, wenn man in die Nähe kommt. Standen hier nicht jetzt noch ein paar Personen rum? Oder war ich jetzt perplex und hab das einfach als Person gedacht? Gut, anscheinend war ich keine Person. Oh nö, das ist ja schon wieder so weit. Und es ist Gewittertime. Das heißt wiederum, ja, ich weiß, ich muss mich ausziehen. Leute, ich hab schon, ich weiß es doch. Jetzt hab ich das weggeworfen, ich Trottel. Ich muss das ablegen. Achso, weil ich das anhab. Wow.
Das ist nicht so schlimm. Das ist auch elektrisch. Haben wir denn noch irgendwas Elektrisches dann? Nö, ne? Nein. Aber dann komme ich ja immer noch nicht da oben hin. Ah, shit. Wie komme ich denn da jetzt hin? Weil das ist ja wirklich sehr hoch. Freunde, ich habe keine Ahnung, wie ich am besten dahin komme. Im schlimmsten Fall muss ich zum Schrein hin und vom Schrein aus dort rein, ja. Muss ich auch. Ja, dann sehen wir uns, wenn wir dort wo sind. Gut, Freunde, da sind wir jetzt auch tatsächlich hier am Riesenberggipfel. Das Problem ist, ihr wisst, dass es regnet. Und ihr wisst, was das heißt. Ich komme da nicht oben ruf. Jetzt muss ich die ganze Zeit abwarten, bis die Zeit um ist, bis es aufhört zu regnen. Heißt, eine ganze Weile werde ich jetzt hier rumstehen und nichts tun. Bis gleich. Ja, hat ja gut funktioniert. Hab den Sonnengott wieder herbeigerochen. Gerufen. Nicht gerochen. Und jetzt können wir uns tatsächlich hier nach oben begeben. Warum ist hier so eine kleine Lücke? Lücke? Hm? Lücke? Oh. Ui. Bitte lass mal los. Ah, hier gibt es ein paar Ärzchen. Na gut, lassen wir uns trotzdem nicht stören, weil ich will eigentlich oben zu den Bäumen hin. Denn da oben müssen wir wieder genauestens abpflanzen, so wie wir es immer kennen. Und das war ein bisschen zu energisch. Verdammt. Ob das jetzt reicht, die Energie? Schwierig. Schwierig. Ja doch, eigentlich schon. Wenn ich jetzt einen Schub gebe, definitiv. Warte. Jetzt. So, und dann schauen wir nur, was wir hier abmachen müssen. Hier sind ja schon wieder die Stachelkugeln drauf. Diese Affengeräusche. Einmal Maxi Duran. Und nochmal. Sehr gut. Der nächste Krog. Und jetzt können wir die ganzen anderen Maxi Durans mitnehmen. Das ist jetzt alles relativ egal. Nur ich glaube, die bringen 2,5 Herzen in so Maxiduran, deswegen würde ich die gerne mitnehmen. So. Dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Diese Vögelgeräusche und alles. Also schon cool gemacht, aber Junge, die sind schon intensivst laut. So richtig am Kreischen sind die. Na gut. Hier unten ist auf jeden Fall der nächste kleine Krog, der uns erwartet. Was ist denn da vorbeigelaufen? Jetzt ja nicht realisiert. Ah, okay. Oh mein Gott, ich habe eine Bombe aus Versehen gezündet. Kann halt sein, dass es schon wieder gewittert. Warum gewittert es eigentlich gefühlt jedes zweite Mal? So, hier muss doch irgendwo in so ein Pickelding sein. Hier, da. Ich mag die Musik übrigens, aber sie ist trotzdem kurios, weil hier ist in der Nähe eigentlich kein Händler. Und das ist ja eigentlich die typische Händlermusik, meiner Meinung nach. Oh, als ob ich noch näher ran muss. Junge, du bist doch nicht unsichtbar, Link. Schwein gehabt. Sehr gut. Ah, ihr hört es doch. Oh, dann muss er. Das ist doch hier irgendwo in der Nähe. Ich hab gerade gesehen, dass das Ding elektrisch geladen sein kann. Wäre das jetzt ungemein gewesen, wäre das jetzt explodiert.
Warte mal, da hinten ist wirklich einer. Aber kein fahrender Händler, sondern der Folie, den wir beim letzten Mal schon hatten. Oh, bei so einem Wetter kommst du hierher? So treffen wir uns wieder. Du bist wirklich unermüdlich auf deinen Reisen. Oh, wie geht's eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Meine Federn halten die Nässe ab, also bin ich schön trocken. Und dieses Instrument verträgt Feuchtigkeit ohne Probleme. Es ist schließlich für Reisen gemacht. So, so eine Ausrüstung braucht man auch, wenn man wie ich auf der Suche nach alten Liedern herumreist. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und, möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Im Blitz vom Himmel trotzt der Held aus alter Zeit und öffnet die Heldenprüfung unterm Hügel weit. Diese Worte bergen ein Mysterium, das in 1000 Jahren nicht gelöst werden konnte. Nun denn, möge dein Licht mit... dein Licht vor allem. Die Donnerprüfung, ich habe schon eine Idee, was ich mache, 100%. Ich muss jetzt nur so schnell wie möglich da hochkommen, bevor der Gewitter aufhört. Komm, go. Hoch da. So, was ist Elektrizitätsdingsbumsens? Wo sind denn jetzt meine Hab ich jetzt ein bisschen... Oh Gott, wenigstens ist das wieder da. Ich glaube, meine anderen Waffen sind weg. Das ist ja nett. Komm hier ganz schnell rein. Damit haben wir aber auf jeden Fall Rätsel gelöst. Oh Gott. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch aber einen wunderschönen Abend. Wir schauen uns den Tempel in der nächsten Folge an. Also bis denne und ciao.